Aus etwas Unerwünschtem etwas Positives machen, ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Das lässt sich mit dem Lipofilling auch gut in die Tat umsetzen. Wer von uns hat nicht irgendwelche lästigen Fettpölsterchen, die er gerne loswerden möchte? Das heißt, man macht eine Fettabsaugung und das abgesaugte Fett kann man dann quasi ideal recyceln, indem man es zum Beispiel zum Aufpolstern der Lippe verwendet, an Arealen im Gesicht einbringt, die im Laufe der Zeit einfach ein bisschen eingefallen sind, abgesunken sind, wie zum Beispiel der Schläfenbereich oder der Wangenbereich und natürlich zur Brustvergrößerung oder auch zur Korrektur von Brustasymmetrien. Und weil das mit dem Fett auf so natürliche und ja, schöne Weise geht, haben wir dem Thema unseren nächsten Block gewidmet.